Die Vorwürfe gegen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wiegen schwer. Wie zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtete, soll der Vize-Regierungschef Bayerns als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verbreitet haben. Aiwanger wehrt sich gegen diese Darstellung. Am Samstagabend teilte er mit, dass das Schriftstück von seinem Bruder stamme. Zuvor hatte er lediglich verneint, dass er selbst hinter dem Flugblatt stecke. Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären, so Aiwanger zunächst. Weder damals noch heute sei es seine Art gewesen, andere Menschen zu verpfeifen, erklärte er weiter. Für die bayerische SPD ist Aiwanger aufgrund dieser Vorwürfe nicht mehr tragbar. Fraktionschef Florian von Brunn sagte, das Flugblatt sei keine Jugendsünde. Es ist für mich unvorstellbar, dass Markus Söder weiter mit jemandem kooperiert und koaliert, der den Besitz bestätigt und die Verbreitung nicht leugnen kann.